Und jetzt geht es weiter mit einem Thema, wo ich heute nur so geschaut habe, weil wir Österreicherinnen und Österreicher machen ganz schön viel Mist. Wir machen sogar mehr Mist als der EU-Durchschnittsbürger. 587 Kilogramm Abfall produziert jeder von uns pro Jahr. Die Gründe dafür, der Trend zu Takeaway oder Coffee to go, aber auch in den Supermärkten wird bereits Obst und Gemüse in Plastik verpackt zum Verkauf angeboten. Es gibt bereits einen Gegentrend, der heißt Zero oder Low Waste, und da versuchen die Menschen, keinen oder so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Mit einem ungewöhnlichen Projekt macht der New Yorker Rob Greenfield derzeit auf die Verschwendung natürlicher Ressourcen im Alltag aufmerksam. Während er sonst auf einen sparsamen und ökologischen Lebensstil achtet, hat der Umweltaktivist einen Monat lang auf dem landesüblichen Konsumniveau gelebt und allen Müll, den er produziert hat, bei sich am Leib getragen. Aktivisten wie der sogenannte Müllmann wollen weltweites Denken verändern. Ich habe vor fast schon 3 Jahren eine Dokumentation mit meinem Mann angeschaut, wo es um Müllverschmutzung geht, und durch das ganze Bildmaterial und die Informationen, die man da bekommt, wie das nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den eigenen Körper schädlich ist, haben wir einfach gesagt, wir können da nicht mehr mitmachen und haben so langsam und Stück für Stück unseren Müll reduziert, vor allem am Anfang den Plastikmüll, weil da eben so viele Schadstoffe drinnen sind, und sind halt dann immer mehr und mehr in diese Richtung hineingerutscht. Und so kam dann irgendwann der Gedanke, ich schaffe das bestimmt auch mit nur einem Glas Müll im Jahr, und so hat es dann in Wirklichkeit so richtig mal begonnen. Durch diesen Entschluss hat sich das Leben der 27-jährigen Volksschullehrerin radikal verändert. Zero Waste, Leben ohne Müll, war ihr Ziel, beziehungsweise jährlich nur so viel Plastik- und Metallmüll anzuhäufen, als in ein 1,5 Liter fassendes Einmachglas passt. Sie hat es geschafft. Aber wie schwer war die Umstellung? Die größte Umstellung ist vor allem das, wie und wo man einkaufen geht. Weil man kann nicht mehr im Supermarkt einkaufen und die ganzen Sachen, die man sonst verpackt bekommt, unverpackt bekommen. Das heißt, man muss jetzt mal herausfinden, wo kann ich die ganzen Sachen, die ich jetzt zum Leben brauche, bekommen, ohne dass die Verpackung dabei ist. Und natürlich ist das auch eine Umstellung in der Lebensweise und in der Ernährung, die dann ganz unwillkürlich mit sich kommt. Queen of Zero Waste ist die Franco-Amerikanerin Bea Johnson. Vor 10 Jahren begann sie sich für einen minimalistischen Lebensstil zu interessieren. Irgendwann ist das Umweltbewusstsein dazugekommen. Seit 2008 teilt sie auf ihrem Internetblog, in Büchern und auf Vortragsreisen ihre Tipps und Tricks für ein müllfreies Leben. Die Ein Jahr im Glas-Bloggerin Annemarie Miesbauer hat neben der Müllfrei-Leben-Ikone auch andere Inspirationsquellen. Ich habe einfach versucht, so ein bisschen zurück zum Ursprung, was hat die Oma verwendet, wie hat ihren Holzboden sauber bekommen, das Gleiche wird für mich auch in Ordnung sein, und mache von dem her sehr viel selbst oder habe halt ein Produkt für viele verschiedene Dinge. Obwohl die Zero-Waste-Bewegung in Österreich noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es in immer mehr Städten kleine Kreislereien, die sich auf Bioprodukte ganz ohne Verpackungsmüll spezialisiert haben. Konsumenten können die eigene Verpackung mitbringen oder gegen Pfand Rexgläser vor Ort mit Lebensmitteln befüllen. Von Nudeln bis Putzmittel, von Obst und Gemüse bis zu Hygieneprodukten. Auch die junge Bloggerin ist hier Stammkundin. Denn vor allem beim Lebensmitteleinkauf lässt sich mit ein bisschen Planung Müll sparen. Ich mache so, dass ich einmal die Woche einen Essensplan mache für die Woche drauf, dass ich genau weiß, was ich brauche, und gehe auch einmal die Woche am Markt einkaufen, wo ich dann die ganzen Früchte, das Fleisch, den Käse und so weiter einkaufen kann, und alle 2 bis 3 Monate komme ich dann in so einen verpackungsfreien Lager und stock auf all die Nudeln und die anderen Sachen, die ich so brauche. Wer konsequent Zero Waste leben möchte, kommt am Do-it-yourself, also selber machen, nicht vorbei. Bei der Körperpflege Müll einzusparen ist besonders leicht. Annemarie Miesbauer stellt vom Make-up bis zum Waschmittel aus Kastanien und dem funktionierenden Deo-Stift vieles, das es nicht so einfach im Geschäft zu kaufen gibt, selbst her. Andere Umstellungen sind einfacher als gedacht. Ich habe dann statt Flüssig-Shampoo und Flüssig-Duschgel habe ich halt festes Shampoo und festes Duschgel. Habe halt anstatt einem Einwegrasierer einen Rasierer aus Edelstahl, wo ich nur die Klingen auswechseln muss. Habe halt anstatt einer Plastikzahnbürste eine Zahnbürste aus Holz. Einfach Produkte, die nicht in Plastik verpackt sind und die ich zumindest recyceln kann.
In knapp 2 Monaten steht die Bloggerin dann vor einer neuen Herausforderung. Denn auch mit dem neuen Familienmitglied soll der Haushalt ein Zero-Waste-Haushalt bleiben.